Hallo, hallo, ich bin wieder hier, Tamara Mascara, mit unserem Model Tina, die heute von mir einen 80er-Jahre-Make-up-Look bekommt. Aber keine Sorge, wir verzichten auf alle Geschmacklosigkeiten und konzentrieren uns auf die guten 80er. Ich beginne Tinas Augenbrauen aufzufüllen und zwar mit dem Micro Brow Pencil von NYX Cosmetics. Für den 80s-Look sind volle und haarige Augenbrauen das Beste. Stichwort Madonna. Mit einem Augenbrauenbürstchen bringe ich die Haare in Form. Für die Foundation verwende ich den Kryolan Paint Stick in der Farbnummer G178. Das ist ein stark deckendes Creme-Make-up und auch mit wenig Produkt bekommt man eine wunderschöne Haut hin. Zum Highlighten verwende ich ebenfalls den Paint Stick in der Farbe Ivory und ich arbeite das Highlight ein mit dem MAC Pinsel 168. Für einen gelungenen 80er-Jahre-Look kann man das Highlight an den Wangenknochen und auf der Stirn ruhig sehr intensiv und sehr hoch ansetzen. Und zum Konturieren verwende ich das Face Duo von NYX Cosmetics. Um ein zierliches Näschen à la Michael Jackson hinzukriegen, machen wir an den Seiten eine Contouring-Farbe und in der Mitte auf der sogenannten Bridge eine helle Farbe auf die Nase. Das ergibt den mega operierten Look. Ich mische die Farbtöne von Kryolan Paint Stick, NB und Ivory, um sie als Concealer zu verwenden. Damit alles auch wirklich gut hält und die ganze Partynacht übersteht, fixiere ich die gesamte Foundation mit dem Kryolan Anti-Shine Fixing Powder. Dazu verwende ich den Soft Focus Powder Brush von Nire. Als Primer vor dem Lidschatten verwende ich den Essence I Love Color Eyeshadow Primer. Damit hält das Augen-Make-up die ganze Nacht. Für den 80s Look verwende ich die Lidschattenpalette von NYX Cosmetics namens Haywire. Ich beginne mit der hellsten Farbe und grundiere das gesamte Augenlid. Wichtig bei einem 80s Augen-Make-up ist, dass man sich traut, weit nach außen auszuschattieren. Die intensive Farbe bleibt aber im Augenwinkel. Ich helfe mir gerne mit einem Stück Papier, um eine perfekte Kante hinzukriegen. Am innersten Augenwinkel setze ich mit der hellsten Farbe ein Highlight. Mit dem Baked Blush von NYX Cosmetics in der Farbe Chiffon setze ich das für die 80er Jahre so typische extreme Rouge. Ich schattiere es bis in den Haaransatz. Mit der Strobe of Genius Palette von NYX Cosmetics highlighten wir uns die Birne weg. Das Fixierpuder hat lang genug gebaked und ich nehme es runter mit dem großen Puderpinsel von Nire. Das Ergebnis ist wie gesagt grafischer als vorher und die Wange ist matt gehighlightet. Ein guter Tipp fürs Aufkleben von falschen Wimpern ist es, sie einfach zu halbieren. So hat man am äußeren Augenwinkel den Effekt von falschen Wimpern, aber nach innen hin ist nicht zu viel da. Für den ultimativen 80er-Jahre-Look verwende ich einen magentafarbenen Lippenstift. Es funktioniert aber auch ein kaltes Rot oder eine nudefarbene Lippe. Und um den Lippen den letzten 80er-Jahre-Schliff zu verleihen, verwende ich einen Cosmic Metals Lippenstift von NYX Cosmetics in der Farbe Asteroid Aura. Back to the future, visiting the 80s.